Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Vault 123. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, werden wir... Ja, wir werden hier jetzt großes Abreißen machen. Das heißt, wir schicken die Leute erstmal nach oben, 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 oben. Vielleicht hier alle aus den unteren... aus den unteren Kraftwerken einfach in die oberen, damit sie da auch ein bisschen was anstellen können. Damit sie wenigstens nicht arbeitslos da sind. Da haben sie ein bisschen was zu tun. Ja, ich bin ganz glücklich mit der Entscheidung letztendlich. Da das ja doch anders als erwartet alles gegangen ist hier, vor sich gegangen ist. Ich dachte, wir könnten hier die Räume im Nachhinein nochmal verändern und woanders aufbauen. Das hier stört extrem und ja, so die Sachen hier unten eben auch. Allerdings, wenn wir jetzt hier die Energie wegnehmen, da müssen wir vorsichtig sein, dann haben wir sofort wieder die Energie auf Null hier. Das wollen wir auch nicht riskieren. Da bauen wir erstmal ein paar andere kleine Räume ab. Was hat er denn eigentlich? Unser Sean Allen hat viel Ausdauer. Das braucht er im Restaurant, oder? So, dann kann der Raum nämlich schon mal weg hier. Auch wenn das ein teures Vergnügen jetzt alles ist. Und das hier kann schon mal weg, dann sparen wir nämlich auch schon mal Energie. Ach, da ist noch jemand drin. Wer ist denn hier noch? Ach! Sie arbeitet ganz alleine da unten. So, dann kommen die also schon mal weg hier. Jetzt überlege ich aber gerade... Na, die müssen wir alle abbauen. Darum geht es ja. Ha! Kommen wir da gar nicht mehr dran unten an den? Doch. Aber nicht so gut. Nein! Wir kommen hier unten in die Ecke nicht mehr rein. Wir können den gar nicht mehr abbauen, den letzten. Das springt immer wieder zurück. Warum? Aha. Okay. Schnell muss man sein, dann geht das auch. Ja, und schon sieht es doch um unsere Energie schon mal ganz anders aus. Im Allgemeinen sieht es hier ganz anders aus. Und. Also die... Ach, jetzt, das wollte ich gar nicht. Na egal. Ein Stein weniger, ein Felsbrocken weniger. Und das hier müsste dann also noch weg, wahrscheinlich. Das Lagerräumchen hier. Dann brauchen wir die Baracken hier auf der linken Seite.
Das heißt, diese Baracke... Na, dann bauen wir erstmal eine Baracke. Das ist doch richtig, ja. Das dauert nämlich ziemlich lange, bis die Baracken... bis man da irgendwas anklicken muss. Ja, und nach unten können dann die Trainingsräume weiter unten. Hoffentlich denken wir da dann später dran. Wie lange braucht er hier noch? Ach so. Eine Stunde 49 in seiner Radiostation, um Leute anzulocken. Also die Lagerräume, die machen überhaupt nichts. Die können wir ruhig nach ganz unten verfrachten. Weil da überhaupt nichts passiert. Außer, dass die vielleicht mal später angegriffen werden. Wir haben das doch ausprobiert unten und es wird hier nur noch ein Zweierraum hinpassen. Das ist doch richtig so, oder? Einer hier, ein zweiter hier, aber hier passt doch noch ein dritter hier hin. Warum passen hier oben auf einmal drei Dreierräume hin? Und unten waren es doch nur zwei. Und ein Zweierraum. Oder? Was haben wir denn da falsch gemacht? Ist unten weniger Platz? Also hier passt doch bestimmt noch ein Raum hin. Moment, Moment, Moment. Nehmen wir mal, was wollen wir denn überhaupt hier oben hinbauen? Wir haben hier eine Klinik mittendrin, das ist gut, das hier wird wegkommen. Ach so, Klinik und wir konnten doch noch irgendwas mit Redaway herstellen. Generator, Baracken. Moment, das dauert aber auch länger. Die müssen auch weiter nach unten. Forschungslabor, genau. Waffenwerkstatt, Trainingsräume, das kann alles nach unten. Waffenlager, Klassenzimmer. Seit wann können wir denn sowas machen? Bewohner hier zuweisen, um ihre Intelligenz zu verbessern. Aha. Ja, dann, was brauchen wir denn? Generator, wir brauchen Diner. Aha. Okay. Das werden unsere Jungs aber hoffentlich schaffen. Also das ist vielleicht jetzt mal ganz gut rauszufinden, ob die... Naja, die werden nichts machen in dem Aufseherraum. Was ist denn da jetzt passiert? Achso, die haben die Tür aufgebrochen. Worauf schießen sie? Achso, die kommen da schon rein, die fangen schon vorher an zu schießen. Sehr schön. Ach, ja, wunderbar. Können wir den einsammeln sofort? Laborkittel, den sammeln wir. Was war los? Was ist hier? Ach so, das ist die andere Maus. Die spinnt manchmal etwas rum, die kabelgebundene Maus hier. Na, er schießt ihn doch. Ja. Ja, also so wie das hier aussieht, die Moral ist jetzt zwar nicht die beste, aber wie das hier oben mit den Ressourcen aussieht, das war eine gute Idee, unten die Räume abzureißen, erstmal. Und da möchte ich an dem Plan aber ganz gerne weiterhalten, festhalten, also da soll es weitergehen. Also ich bin dafür, dass wir ja auf dieser Etage vielleicht weiter noch Kraftwerke aufbauen oder...
Weil ich überlege, ich wollte ausprobieren, ob jetzt hier doch drei Dreierräume in einer Etage hinpassen. Warum hat denn unten nur einer hingepasst? Also zwei? Eins, zwei und hier in der Ecke, da haben wir nur noch einen Zweierraum hinbekommen. Ja, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann machen wir doch hier neben nochmal so ein Wasserteil. Obwohl, wir brauchen ja nicht so viel Wasser jetzt. Wasser sieht doch eigentlich gut aus. Naja, egal, aber für später mal. Ja, aber das kostet ja immer Energie. Dann lieber ein paar Generatorräume. Aha. Da ist er. Ja, so wird das doch viel besser laufen und wir werden viel, viel schneller vorankommen als mit dem Gebaue da unten. Mit dem Gezappel da unten. Ja, was jetzt? Jetzt nochmal. Wasserraum hier hin. Dann haben wir die beiden Wasserräume nebeneinander, was ja vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Ja, dann haben wir es einfacher mit den Einwohnern, wenn wir die zuweisen. Ja, bauen wir hier noch so ein paar. Wo haben wir sie denn? Wasserbehandlungsteile auf. 175 kosten sie. Ah, doch, da passen nur zwei hin. Warum? Ach, ich verstehe. Moment, Moment nochmal. Dann müssen wir das... Ah, dann passt da unten, passt gar kein Raum mehr dazwischen, daneben. Doch, hier. Oh, Moment, da müssen wir ganz anders überlegen. Dann, meine... Ja, das ist ganz geschickt gemacht. Das ist ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ah, das ist nicht schlecht, ja... Dann können wir also nur auf dieser linken Seite zwei Räume machen. Oh Gott, wie machen wir das denn dann? Dann müssten wir hier rüber gehen und dann können wir hier einen Dreierraum hinbauen. Dann müssten wir aber dafür diese hier erstmal abreißen. Also das hier kann wieder weg. War ja jetzt nur mal ein Test. Das ist gut zu wissen, dass man hier dann noch einen Aufzug nach unten machen kann. Aber wir werden ja keine Zweierräume brauchen. Wir werden ja immer Dreierräume brauchen, so diese Kraftwerke und so. Das heißt, wir müssten schon auf dieser Etage einmal so ein bisschen hier rüber gehen. Anders geht es nicht. Oder können wir das doch noch irgendwie anders managen? Also hier müsste schon ein Zweierraum hin. Dann können wir auf dieser Seite schön unsere Dreierräume, also diese drei verbundenen Räume hinbauen. Nur, was für einen Zweierraum können wir denn hier Schönes hinbauen? Vor allem, wenn die Baracken auf dieser Seite sein sollen. Also den können wir wieder... Na, den lassen wir erstmal stehen, damit wir uns... Nein, wir brauchen ja die Energie und alles. Ach, Mann. Und wenn wir hier die Trainingsräume hinbauen... Lagerräume. Lagerräume. Nein, die sollen nach ganz unten... Damit wir hier nicht immer hin und her fahren sollen, die Lagerräume. Müssen. Damit wir nicht immer hin und her fahren müssen. Das ist nicht schlecht gemacht, von der Überlegung her. Man kann also pro Etage immer zwei Aufzüge bauen. Ohne, ja, anders kann man sowieso nicht bauen. Ohne Verlust groß. Und dabei sieht das aus, als würde hier noch so ein Dreierraum hinpassen. Naja, da muss nämlich das hier auch darüber versetzt werden. Nur hier werden wir das ja nicht darüber bekommen. Oder? Boah, die kann man sogar verbessern, die Walltür. Ja.
Nun gut, wir machen uns noch Gedanken in der nächsten Folge weiter darüber, über das Problemchen hier. Und dann darf ich mich an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.